Einen wunderschönen Samstag wünsche ich allen Zuschauern. Ja, sieht schon besser aus, ne? Im Gegensatz zu dem da hinten, der komplett weggerostet war. Das Abgas kommt wahrhaftig hinten raus. Und die Verbindung ist dicht. Also für dieses Mal TÜV sollte es reichen, denke ich. Ist dicht. Abgas kommt raus, wo es soll. Ja. Okay, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Jetzt will ich mal gucken, ob ich die Scheinwerfer wieder so ein bisschen auf die Reihe kriege. Ich befürchte ja fast, dass sie ziemlich im Eimer sind. Ja, notfalls kosten die auch nicht viel, das ist nicht das Problem, aber mal einmal aufbereiten, mal gucken, was bei rauskommt. Beim TÜV jagt man mich sowieso vom Hof, wenn das beim Lichttest keine klare Lichtkante wird. Das bedeutet, auch dieses Aufbereiten ist jetzt nicht mal eben so gemacht. Wie gehe ich vor? Erstmal wird der Scheinwerfer gereinigt. Verschmutzung muss man nicht wieder mit reinschleifen. Das ganze Mattezeug da werde ich wahrscheinlich mit Tausender Papier, dann 2000er, dann 3000er Papier schleifen. Und ja, das sollte wieder eigenermaßen nett aussehen. Wie gesagt, nicht nachmachen. Kauft euch einen neuen Scheinwerfer, die kosten nicht viel. Ich möchte jetzt einfach gucken, ob ich die wieder auf die Reihe kriege. Ne? Ist nicht erlaubt. Interessiert aber letztendlich auch niemanden. Wenn da ein klarer Scheinwerfer auftaucht mit einer vernünftigen Hell-Dunkel-Grenze beim TÜV, das wird ja geprüft. Ne? Interessiert das kein Schwein. Ne? Darum geht es ja gerade. Der Wagen geht zum TÜV. Ne? Es wird überprüft. Also mal die Kirche im Dorf lassen. Und wir werden sehen, was passiert. Ja. Was muss man noch beachten? Ach ja, eine Poliermaschine kostet nicht viel. Kriegt man eigentlich an allen Ecken und Enden. Nur diesen komischen 12-Volt-Wobbler, dieses komische Ding da mit diesen zwei Griffen, was man in den Zigarettenanzünder steckt, lass das Zeug lieber sein, das bringt nichts. Eine vernünftige 220-Volt-Maschine oder mittlerweile ganz gute Akkumaschinen unter 50 Euro, auf jeden Fall. Ja, und entsprechende Poliermittel kosten auch nicht die Welt. Das ist auf jeden Fall hinterher überprüfen lassen. Ich sag's nochmal, auf jeden Fall hinterher überprüfen lassen, dass die Hell-Dunkel-Grenze stimmt. Ansonsten fängt das Ding an zu blenden und das will keiner. Es reicht mir schon, wenn die diversen VW-Fahrzeuge mir entgegenkommen mit den nicht kalibrierten LED-Scheinwerfern. Die müssen nach Auslieferung kalibriert werden. Irgendwie kriegt das kaum ein Händler hin. Und die Dinger leuchten alles an, nur nicht die Straße. Ich kriege jedes Mal einen Sonnenbrand, wenn mir so ein Ding entgegenkommt. Matrix-LED ist ganz cool, muss ich sagen. Das funktioniert offensichtlich. Ja, der Wagen, ich habe mir überlegt, ob ich den nicht. Ja, dann werde ich wohl im Anschluss mit 2 Jahren TÜV versteigern. Ja, das, falls jemand Interesse hat, ne? Für ein paar Jahre ist es auf jeden Fall noch ein gutes Auto. Neue Inspektion ist gemacht. Inspektion werde ich gleich mal zurückstellen. Die Anzeige im Armaturenbrett. Er nervt ja selbst, sozusagen. Und am Ende kann man sich immer ein neues Auto kaufen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Neues Auto hier, neues Auto da, noch ein Kredit. Okay. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich versuche nachhaltig zu leben. In Deutschland, wir fangen mal ganz unten an, in Deutschland wird der Dienstleister mies behandelt. Der kriegt kein Geld. Ne? Guck dir an, was ein Friseur verdient, eine Friseurin verdient, noch schlimmer. Oder ne, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Ausbildung war, ein Müllwagenfahrer hatte mit Familie gute 3,5 netto. Guck mal, wo die jetzt sind. Ne, Dienstleister sind nichts mehr wert. Da ist die USA witzigerweise sogar noch im Vorteil. Da bekommen selbst Illegale
Einwanderer, die ja Dienstleister sind in erster Linie, bekommen eine Krankenversicherung. Ach nein, nicht die Krankenversicherung, eine Autoversicherung. Krankenversicherung brauchen die auch nicht, weil es genügend Kliniken gibt, die ehrenamtlich arbeiten. Man bekommt ein Konto als illegaler Einwanderer, weil man ein Dienstleister ist. Und ne, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und hier dürfen Asylbewerber, obwohl sie wollen, nicht arbeiten. Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, das muss man, glaube ich, manchmal nicht verstehen. Genauso wie das Pushen von Elektroautos. Wieso wird eigentlich nie bedacht, dass es gerade hier in der Gegend, auf dem Land, gibt es genügend Leute, die fahren jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit hin, 100 Kilometer zur Arbeit, von der Arbeit zurück. Die haben zu Hause eine Familie sitzen, die verdienen nicht allzu viel. Wo sollen die das Elektroauto ja finanzieren? Und wie sollen die das laden? Nicht jeder kann sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach nageln. Das kostet alles Geld. Die Anschaffung, ne? Da kauft sich der Durchschnittsverdiener lieber einen uralten TDI für 900 Euro und fährt das Ding, prügelt das Ding bis über 800.000 Kilometern hin und zurück und kümmert sich selbst drum. Ich sehe das hier wirklich öfter. Da wird mit 600.000 bei einem Zahnriemenriss nochmal eben kurz der Kopf neu gemacht. Warum nicht? Warum nicht? Das Auto fährt danach auch noch. Das ist. Warum muss man das alles wegwerfen? Das verstehe ich erst in erster Linie nicht. Ne? Noch ein Kredit. Brauchen die meisten Menschen nicht. Wohnzimmer ist auf Kredit gekauft, Schlafzimmer ist auf Kredit gekauft, ne? Elektrogeräte auf Kredit, Auto auf Finanzierung. Und dann verdient man nichts. Ne? Elektroautos sind letztendlich für Konsumenten, die mehr Geld haben, das grüne Alibi-Gewissen. Die können sich doch noch ein neues Auto kaufen und es ist CO2-neutral. Vordergründig. Hintergründig ist es das natürlich nicht. Es muss auch gebaut werden und der Strommix passt halt nicht zu CO2-neutral. Auf der anderen Seite sehen wir diese Autos hier, dieser Astra, könnte in der Regel auch mit Alkohol fahren. In Brasilien wird er ausgeliefert mit Bioethanolantrieb. Wäre auch so eine Sache. Autogas, Erdgas, Biogas, geht alles. Gibt es alles. Wird nur nicht gefördert. Nein, wir wollen jetzt Elektro. Oder zu Deutsch, kauft verdammt nochmal neue Autos. Erste Abwrackprämie, zweite Abwrackprämie. Jetzt werden Elektroautos mit 10.000 gepusht und ich sehe auf den Straßen nur Schein-Elektroautos. Die haben zwar ein E-Kennzeichen, kommen vielleicht 50 Kilometer weit, haben aber auch einen Verbrenner drin. Ja, es soll gekauft werden. So, und das möchte ich gerne nicht mitmachen. Das sehe ich nicht ein. Nur mal so ein kleiner Hintergrund zu meiner Motivation. Ich mag es nicht. Ich hatte in meinem Leben vier Neuwagen und ich habe mich jedes Mal geärgert, dass ich es gemacht habe. Okay, ich werde mit dem Scheinwerfer anfangen und lasse das Ganze auf Zeitraffer laufen. Jetzt habe ich euch genug gelangweilt. So, siehe Scheinwerfer. Ne? Jetzt stellt man sich vor, was mit ein bisschen Pflege möglich gewesen wäre, also bevor die so blind geworden werden sind. Ne? Regelmäßig pflegen. Auch Scheinwerfer können mal gepflegt werden. Die Waschanlagen peitschen die Dinger tot. Da kann man mal zwischendurch dran. Ne? Wie gesagt, Hell-Dunkel-Grenze wird beim TÜV überprüft. Ich denke, da wird kein Problem da auftauchen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Hier ist immer noch durch die Hitze ein bisschen trüb. Aber ich denke, das wird nichts machen. Ja. So viel zu dem Thema, ne? Sieht wieder schön aus. Jetzt mache ich die andere Seite gleich noch. Ist genau das gleiche in Grün, nur auf der anderen Seite. Deswegen filmen wir das mal nicht mit. Ja, ich denke auch, der lässt sich jetzt, kann sich jetzt sehen lassen. Ja, man sieht noch, dass er gebraucht ist, aber. Wie gesagt, ab und zu mal pflegen. Spart euch Geld. Und zwar so richtig. Ne? Und die Produkte, die man dafür braucht, 2000er Schleifpapier, die 3000er Pads habe ich schon mal gezeigt.
Die kann man irgendwo bestellen. Ich habe das jetzt extra so hingelegt, dass man die Marke nicht sieht. So, dann eine vernünftige Schleifpolitur für die Maschine. Und jetzt kommt noch Hartwachs drüber. Das reicht erstmal. Ich lackiere die Dinger nicht, weil das Zeug wird wieder gelb, blättert ab und sieht richtig nicht so schön aus. Das ist ne, brutal. Diese abblätternden Klamotten habe ich bei einigen Mercedes gesehen. Das sieht nicht schön aus. Also wie gesagt, ich denke, so kann er sich wieder sehen lassen. Okay, dann mache ich mal weiter. Wo wir schon mal beim Thema Aufhübschen, Aufbereiten etc. sind. Ja, es gibt ja Leute, die sehen sich irgendwann mal an ihren Autos satt. Ja. Zugegeben, das passiert mir auch, muss ich sagen. Irgendwann ist der Pflegezustand so runter. So, wir nehmen erstmal Druckluft. Universalreiniger überall auf dem Markt. Wirklich gut sind. Und dieser hier riecht nach Zitrone. Zitrone hat ja irgendwo auch einen psychologischen Effekt, das animiert zum Putzen. Naja, okay. Schön satt. Alles einsprühen. Wirklich satt. Keine Angst, da passiert nichts. Fahrzeuge sind durchaus dafür geeignet, mal nass zu werden. So, sehen wir uns einen normalen handelsüblichen Pinsel. In den Fugen hängt immer schön viel Staub. Der unterschiedliche Materialien verbaut. Ja. Ein Türgriff ist auch immer sehr hygienisch. Auch die hier werden immer angegrabbelt. Diese raue Struktur fördert das natürlich, dass man die meisten Sachen da nicht rauskriegt und immer wieder Cockpit-Spray da drüber zu siffen, ist jetzt auch nicht so unglaublich toll. Ja. Wie gesagt, ist ja auch eine Keimschleuder so ein Auto, ne? Die Dinger schimmeln ja nicht umsonst, wenn sie länger irgendwo feucht stehen. Der Mensch ist, gibt es auch Schimmelpilze. Hautzellen, verschüttete Getränke und so weiter und so weiter. So, das alleine macht jetzt natürlich noch nicht wirklich viel aus. Jetzt habe ich hier einen haushaltsüblichen Dampfreiniger. Der jetzt gerade irgendwie keine Lust hat, oder? Ach doch. Oder wie auch immer funktioniert. Ja, da sieht man den Sitz schon richtig rauskommen. Gerade nach dem Winter. Das ist durchaus empfehlenswert.
Was hat er denn? Ach doch. Gut. Türtaschen sind immer unglaublich eklig. Fragt man seine Frau, ob man irgendwo noch ein ausgedientes altes Handtuch in einer traumhaften Farbe hat. Und es geht schon los. Ne? Das ist der ganze Mist, den man den ganzen Tag mit sich rumschleppt. Wie gesagt, ich mag Cockpit-Spray überhaupt nicht. Das ist Geschmackssache. Aber es macht in erster Linie alles ganz erheblich fettig und ich nehme einfach Silikonspray. Das mag der Kunststoff. Ja, also es wird nicht besser. Der Kunststoff ist jetzt hier sozusagen nackt, also ohne Schutz, ohne Versiegelung. Wollen wir gleich mal ändern. Aber muss ich erst noch mal weg. Man kann gar nicht genug Mikrofasertücher etc. haben. So. Jetzt machen wir das Plastik wieder schön. Jetzt haben wir da alles rausgeholt, was an Verschmutzungen, Keimen, Pilzen und so weiter da drin war. Keine Angst, das wird nicht klebrig. Sättigt einfach nur wieder das Plastik. Ohne Plastik kommen wir ja heutzutage nicht mehr aus im Auto. So. Und wie man sieht, dieser speckige Glanz vom Cockpit-Spray entsteht hier erst gar nicht. Einfach nur eine vernünftige Oberfläche. Hier noch ein bisschen. Na? Einfach nur eine vernünftige Oberfläche mit relativ guten, also mit guter Optik. Man merkt auch, dass das Kunststoffzeug hier, das Silikonspray quasi trinkt. So. So, jetzt einmal mit Druckluft abpusten. Solche Lappen fusseln ja immer ein bisschen.
ja, ganz vergessen, ich habe ja noch... Ich habe ja gesagt, das macht den Schaltern etc. nichts aus. Ja, also, da passiert nichts. Was auch immer gerne vergessen wird, Fensterführung. Da nimmt man sich Silikonspray und lässt das schön in den Fensterschacht runterlaufen. Und nochmal eine Pause machen. So, Pause Ende. Das war ein Wecker. Ich musste mal eben telefonieren. So, Silikonspray schön in den Fensterschacht runterlaufen lassen. Besser wäre natürlich ein Silikonspray, was einen kleinen Rüssel, einen kleinen Stab dran hätte. Aber geht auch so. Die ganzen defekten Fensterheber, Fensterhebermotoren, Seilzüge etc. Auch das ist Pflege. Ab und zu mal ein bisschen Silikonspray da rein. Das tut nichts. Und so ein Fenster freut sich. Beziehungsweise dafür die Fensterhebermechanik. Und geht gleich ein bisschen schneller. Ne? Glas auf Gummi ist logischerweise ein bisschen klebrig. Das wird natürlich nicht wirklich besser mit dem Alter. Deswegen auch die Fensterschächte öfter mal pflegen und reinigen. Dann hält das alles länger. Vor allen Dingen die Fensterschächte. Ach, die Fensterhebermechanik, die ist da relativ empfindlich. Vor allen Dingen, wenn die wie bei VW mit Seilzügen funktioniert. Das macht keinen Spaß, den Scheiß auszuwechseln. Also von daher, ja, ein bisschen Silikonspray kostet nichts. Und ab und zu mal rein da in den Fensterschacht. Dann geht's. Es ist wesentlich entspannter. Okay, ich werde das Video mal fertig machen. Ich habe noch was vor. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Das Wetter stabilisiert sich hier langsam ein bisschen. Hat gerade noch geregnet. Naja, ist halt der Norden, ne? Sturm ist erst, wenn das Schaf keine Locken mehr hat. Schönes Wochenende.